So Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Special oder Tutorial, was auch immer. Okay, Skype ist wohl auf meinem zweiten Bildschirm offen. Ich möchte euch in diesem Video ganz kurz zeigen, den Shader-Mod, den GLSL Unbelievable Shader-Mod für die 1.4. Und zwar funktioniert der auch. Das Ganze habe ich von dem Half-ALP bekommen, der ist dann auch nochmal hier verlinkt. Sein Skype ist hier auch verlinkt, mein Skype auch. Also bitte, wenn ihr die Jar haben wollt, schreibt mich in Skype an. Ihr kriegt sie wahrscheinlich von mir, natürlich persönlich, ihr wisst Bescheid. Hier ist die Jar, Minecraft Shader 1.4 soll das heißen. Die schmeiße ich gleich mal rein und dann sehen wir uns gleich in Minecraft wieder als Beweis. Bis gleich. So, wir befinden uns gerade hier in der Minecraft 1.4.2 und ich gehe mal kurz hier in eine Welt rein, in eine Singleplayer-Welt von mir. Hier sehen wir jetzt gerade ganz normal, vielleicht hört ihr sogar die Sounds als Beweis. Also das ist auf jeden Fall kein Edit, also hier 1.4, die Sounds, so man hört sie glaube ich. Also es ist die ganz normale 1.4.2 und jetzt sehen wir uns gleich mit dem Shader, bis gleich auch in der 1.4.2. So ja, wir befinden uns jetzt wieder in der 1.4, das ist jetzt die, ich muss ihm dann nochmal sagen, dass ob er das dann in die 1.4.2 updaten kann. Ja, ich gehe jetzt mal in den Einzelspieler rein, so. Update in der Welt wieder. Und wie ihr seht, haben wir den Shader drinne. Auch ganz normal für die 1.4. FPS ist auch ziemlich gut. Sounds sind immer noch drin. Also das ist wirklich die 1.4. Das ist wirklich krass, wie er das gemacht hat. Echt, ist da super Arbeit geleistet. Er ist wirklich so ein kleiner Programmierer-Freak, würde ich mal sagen. Echt großes Dankeschön an ihn. Sein Kanal ist auch noch überall verlinkt. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Er leistet echt gute Arbeit. Und ja, ihr könnt mich in Skype anschreiben und ihn in Skype anschreiben. Damit das nicht so ein bisschen zu viel wird für mich oder für ihn. Also ihr könnt von uns beiden die Jar kriegen und ja, ich würde mich immer einen Daumen hoch freuen, wenn ihr die Idee gut findet, dass wir die Jar so auch herausgeben. Jetzt nicht so öffentlich, sondern eher so privat. Und ich glaube, das darf man ja auch, wenn man das an Freunde weitergibt oder so. Auf jeden Fall, schreibt mich dann in Skype an, ob ihr die haben wollt und sowas. Ja, überall alles nochmal verlinkt, damit ihr auf, also dann habt ihr unseren Skype nochmal alles. Würde ich sagen, schaut bei Ihnen vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.